Die neue Kriegerin Chibi Moon. Ray bereitet ein großes Fest vor mit einer berühmten Trommlerin als Höhepunkt. Doch wer ist das? Sie will Mayas reines Herz stehlen und ihr Dämon hält uns ganz schön auf Trab. Und dann erwartet uns noch eine Überraschung. Ich bin Sailor Moon und im Namen des Mondes werde ich sie bestrafen. Tief unter der Erde in seinem dunklen Labor sitzt der unheimliche Doktor und hegt wieder finstere Pläne. Er greift zum Telefon und wählt eine Nummer. Er versucht, die fünf Hexen zu erreichen. Die fünf Hexen haben ihr geheimes Quartier ebenfalls tief unter der Erde. Das Telefon klingelt bei den Hexen. Hallo? Ja, hier ist das Zimmer der fünf Hexen. Natürlich. Einen Augenblick bitte. Bleiben Sie dran. Ja, hier spricht Orgeal. Hier, Dr. Tomoe. Ich habe mir gerade deinen Bericht angesehen. Und Doktor? Er ist sehr gut. Das freut mich, Doktor. Ich habe noch was für Sie. Ich habe möglicherweise ein Mädchen gefunden, das einen Talisman in ihrem Herzen trägt. Ausgezeichnet, Orgeal. Per Computer werden dem Doktor das Bild und die Adresse des Mädchens übermittelt. Das ist sie, Doktor. Eine berühmte Trommlerin. Sie hat ein reines Herz, deshalb sind wir auf sie gekommen. Gut, ich überlasse alles weitere dir. Wie du in deinem Bericht so schön dargestellt hast, ist es besser, wenn wir unsere Taktik von jetzt an ändern. Ich werde für dich den passenden Dämon erschaffen. Er wird dir helfen. Der Doktor drückt einige Knöpfe und die Maschinerie in seinem Labor beginnt zu arbeiten. Ein neuer Dämon ist erschaffen worden. Eine große Kiste aus Metall fährt über ein Förderband direkt in das Auto einer der fünf Hexen hinein. Die Hexe steigt ein, startet den Wagen und jagt mit Vollgas durch die Straßen der Stadt. Bunny und ihre Freundin sind von der Schule auf dem Nachhauseweg. Hey, hört mal her! Warum gehen wir heute Abend nicht alle zu diesem Fest? Oh, super Idee! Was denn sonst? Ich bin sicher, dass wir im Kimono ganz toll aussehen werden. Und wie! Liebste Freundin Amy, findest du nicht auch, dass das eine gute Idee ist? Natürlich! Jetzt, wo unser übliches Treffen heute Abend ausfällt. Naja, ich glaube, ihr habt recht. Ich bin einverstanden. Hurra! Aber ich frage mich, was eigentlich mit Ray los ist. Warum hat sie gesagt, dass uns der Hikawa-Tempel heute nicht zur Verfügung steht? Hoffentlich ist nichts passiert. Da kommt Ray auf einem Rad angebraust, macht eine Vollbremsung und fällt mit ihrem Rad auf den Boden. Sie steht auf und geht in ein Café hinein. Dort erwartet sie ein Mädchen. War das Ray? Ja. Hier bin ich! Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Das macht nichts. Ich bin auch erst vor einer Minute gekommen. Neugierig folgen die anderen Ray. Sie schleichen sich in das Café, setzen sich an einen Tisch und beobachten die zwei. Das ist ein Mädchen! Na und? Wer hat denn gesagt, dass sie mit einem Jungen verabredet ist? Nach dem Aussehen kann man sowieso nicht gehen. Das sieht man ja an Haruka. Willst du damit etwa behaupten, das Mädchen ist ein Junge, der sich nur als Mädchen verkleidet hat? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Von hier aus können wir kein einziges Wort verstehen. Was ist, hä? Bist du dabei? Naja, ich weiß nicht recht. Ich bitte dich. Ich brauche deine Hilfe. Du darfst mich nicht hängen lassen, Maya. Entschuldigung. Wer von euch bekommt den Kaffee? Ich danke. Plötzlich bemerkt Ray die anderen. Und sie wird ziemlich sauer. Stimmt etwas nicht? Bunny und die anderen versuchen, sich hinter der Bedienung zu verstecken. Doch sie wissen, dass Ray sie entdeckt hat. Es ist ihnen ziemlich peinlich. Ich träum doch nicht, oder?
Alle drängeln sich um die Bedienung. Ich habe heute schon Gymnastik gemacht. Ray sieht ihre Freundin nicht gerade freundlich an. Lang halte ich das nicht mehr aus. Ah. Nun laufen sie alle um die arme Kellnerin herum. Da fällt eine Tasse Kaffee Ray mitten auf den Kopf. Ray? Das bin ich. Ich habe mich entschieden. Ich mache mit. Was? Wirklich, Maya? Ja, ich werde mein Bestes geben. Wow, das ist super. Danke, das werde ich dir nie vergessen, Maya. Lächelnd verlässt Maya das Café. Ray winkt ihr hinterher. Dann erklärt sie ihren Freundinnen alles. Ein Veranstaltungskomitee für Feste? Was ist das? Wie der Name schon sagt, eine Gruppe von Leuten, die Feste veranstalten. Verstehe ich das richtig? Du bist Mitglied in diesem Komitee? Aber warum ausgerechnet du, Ray? Ein Bekannter meines Großvaters wollte, dass ich mitmache. Er ließ nicht locker. Dumme Ausrede. Ich wette, du hast nicht locker gelassen, bis sie dich genommen haben. Du lässt doch gern die Puppen tanzen, wie wir gerade sehen konnten. Und etwa nicht? Daran war nur ihr Schuld, sonst keiner. Na, beruhigt euch. Jedem passiert mal ein Missgeschick. Wie heißt es so schön? Auch der beste Reiter weiß mal nicht weiter. Auch der beste Reiter fällt mal vom Pferd. Jedenfalls ist es ein Glück, dass Maya zugesagt hat. Wer ist sie eigentlich? Was denn? Ihr kennt sie nicht? Das ist Maya Tono. Sie ist eine berühmte Trommlerin. Trommlerin? Dann hast du dich also hier mit ihr getroffen, um sie zu überreden, auf einem Fest aufzutreten. Habe ich recht? Genau. Wenn sie dann kommt und bei uns auftritt, dann wird das Fest schöner und es kommen umso mehr Leute. Oh, das muss toll sein. Ich will auch eine Trommel schlagen. Da gibt es keine Trommel, die du schlagen könntest. Warte mal. Doch, ich glaube, ich habe sogar eine Trommel für dich, Bunny. Super! Am Abend wird das Fest eröffnet. Die Menschen drängeln sich durch die Straßen. Es herrscht ein reges Treiben. Und Bunny darf auch eine Trommel schlagen, aber anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Goldfische, versuchen Sie, einen Goldfisch zu fangen! Goldfische, versuchen Sie, einen Goldfisch zu fangen! Ich habe mir unter Trommeln was anderes vorgestellt. Das hat Ray mit Absicht gemacht, um mich zu ärgern. Mit der Trommel machst du wirklich eine gute Figur, Bunny. Willst du mal? Nein, vielen Dank. Du wolltest die Trommel schlagen. Ich will dir den Spaß nicht nehmen. Hier, jetzt versuch es mal. Danke. So. Vorsichtig. Und jetzt. Aber ich sage euch, das ist nicht so leicht, wie ihr euch das vorstellt. Für eine alte Lady wie dich vielleicht. Genau, das sage ich doch auch. Oder sollen wir hier übernachten? Oh, eine alte Lady? Hier, bitte sehr. Tja, da kann man nichts machen. Goldfische! Goldfische! Oh, hallo Mondgesicht. Plötzlich stehen Haruka und Michiro vor Bunny. Haruka! Michiro! Guten Abend! Verdient ihr euch etwas Taschengeld? So ungefähr! Hey! Warum versucht ihr beide nicht auch mal einen Goldfisch zu fangen? Wieso nicht? Versuchen können wir es ja. Von mir aus? Toll, hier lang! Haruka und Michiro fangen einen Goldfisch nach dem anderen. Bunny und ihre Freundin staunen nicht schlecht. Ich habe einen besonders schönen gefangen. So, findest du? Bist du etwa neidisch? Vielleicht. Dann gehen Haruka und Michiro weiter. Kaum zu fassen, denen gelingt aber auch alles. Möchte wissen, wie die das machen. Bunny sieht ins Wasser. Darin spiegelt sich ein Luftballon wieder. Das kenne ich doch irgendwoher. Sie geht in den Park. An einem Haus sieht sie plötzlich Ray stehen. Da ist sie ja. Sie läuft auf Ray zu. Ray guckt durch das Fenster in das Haus hinein. Ray? Bunny! Sag mal, wie lange soll ich noch trommeln? Mir tun schon die Arme weh!
Im Haus übt Maya das Schlagen auf ihrer Trommel. Das ist ja Maya. Die beiden gehen einige Schritte vom Haus weg. Stell dir vor, sie ist jetzt schon über 3 Stunden da drin und bereitet sich auf ihren Auftritt vor. Ich habe ihr gesagt, dass sie das nicht tun braucht, weil sie für ihren Auftritt bei uns doch nichts bezahlt bekommt. Aber sie meinte, das wäre egal. Sie kann nur gut sein, wenn sie sich vorher sorgfältig vorbereitet hat. Im